In Deutschland spielt Datenschutz eine immer größere Rolle. Aus diesem Grund hat sich die Stiftung Warentest Ende 2016 mehrere E-Mail-Anbieter angeschaut. Den ersten Platz teilen sich Mailbox.org und Posteo. Diese beiden Anbieter werden wir uns in diesem Video genauer ansehen. Als Referenz habe ich noch die kostenlose Version von GMX in den Vergleich mit einbezogen. Der Vergleich hinkt etwas, da auch GMX eine kostenpflichtige Version für 2,99 Euro pro Monat anbietet. Posteo und Mailbox.org sind schon für 1 Euro pro Monat zu haben. Das erste Kriterium, das ich mir angeschaut habe, ist der Registrierungsprozess. Posteo und Mailbox.org setzen konsequent auf Datensparsamkeit. Eine Eingabe von Namen und Anschrift ist nicht erforderlich, anders bei GMX. Hier sollen Realdaten eingegeben werden. Auch eine anonyme Anmeldung per VPN wird von GMX unterbunden. Kommen wir zur Benutzerfreundlichkeit. Sowohl Mailbox.org als auch Posteo sind schlicht gehalten. Die Oberfläche gleicht einem Mailprogramm. Alle Standardfunktionen sind mit wenigen Klicks erreichbar. Beide Anbieter haben noch einen Kalender und ein Adressbuch dabei. Auch diese sind leicht zu erreichen und gut zu bedienen. Mailbox.org bietet neben diesen Features auch noch ein Cloud Office an, welches sich auch gut erreichen lässt. Es fällt auf, dass keine Werbung bei den beiden Anbietern zu sehen ist. Als Referenz möchte ich hier noch das werbefinanzierte kostenlose Konto von GMX zeigen. Man wird regelrecht mit Werbung überschüttet. Auf dem Startbildschirm besteht der größte Teil der Webseite aus Werbung. Noch unangenehmer sieht es im Posteingang aus. Zwischen den Mails tummeln sich Werbeanzeigen, die man erstmal von den Mails unterscheiden muss. Zur Illustration überdecke ich hier mal alles, was nichts mit den eigentlichen Mails zu tun hat. Kommen wir jetzt zu den Kernkompetenzen. Wie ernst nehmen die Anbieter den Datenschutz? Aus dem Vergleich geht hervor, dass Posteo und Mailbox großen Wert darauf legen und GMX Daten für Werbezwecke erhebt und versucht, das Gerät zu identifizieren. Einzig das BSI-Zertifikat fehlt noch bei Mailbox.org. Laut dem Anbieter werden die Voraussetzungen dafür aber erfüllt. Bei den Features muss sich kein Anbieter verstecken. Alle unterstützen die Standards CalDAV für die Kalendersynchronisation sowie CardDAV für die Synchronisation der Kontakte. Auch die gängigen Standards IMAP und SMTP für Mails werden unterstützt. Mailbox.org kann hier zusätzlich mit einer verschlüsselten Office-Lösung punkten und bietet auch etwas Online-Speicher an. Auch GMX bietet neben den Mails auch Speicherplatz für Dateien. Kommen wir zur Verschlüsselung. Alle drei Anbieter setzen Perfect Forward Secrecy ein, um eine nachträgliche Entschlüsselung zu verhindern. Darüber hinaus wird auf dem Transportweg die Mail mittels DANE verschlüsselt. Mailbox.org bietet die Verschlüsselung von eingehenden Nachrichten an. Posteo kann gleich das ganze Postfach verschlüsseln. GMX bietet keine Verschlüsselung der Mails in dieser Form an. Beim Login hat man bei Mailbox und Posteo noch die Möglichkeit, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren. Das geht bei GMX nicht. Kommen wir also zum Fazit. Die größten Unterschiede zwischen den beiden Anbietern sind nur zwei. Posteo verschlüsselt das komplette Postfach und Mailbox.org bietet neben den Mails noch eine Office-Lösung an. Beide Anbieter sind demnach keine schlechte Wahl, wenn es um sichere E-Mails geht.